Die fliegenden Motorräder, nicht nur die sind echte Flickflack-Klassiker. Auch die akrobatischen Auftritte in schwindelerregender Höhe begeistern immer wieder das Publikum. All dies konnte in den letzten Showmonaten wieder mehr als bewundert werden und das wieder am festen Zirkusstandort Duisburg. Und das auch noch mit der erstmaligen Sommeredition. Die hat nicht nur mit einem großen Biergarten vor dem Zelt gelockt, auch die Show wurde an die warmen Temperaturen angepasst. Anstatt Feuer gab es nämlich vor allem Wasser. Doch so schnell wie der Sommer vorbeigegangen ist, ist auch die Show vorüber. Ausgerechnet auf der Zielgeraden haben negative Schlagzeilen abseits der Show für Entsetzen gesorgt. Als vor 2 Wochen ein Kleinflugzeug auf dem Parkplatz des Zirkus abstürzt, sitzt der Schock tief. Die beiden Insassen kommen ums Leben, verhindern aber eine größere Katastrophe. Denn der Pilot soll noch kurz vor dem Absturz vom Zelt weggelenkt haben. Trotzdem ist die Show erstmal weitergegangen. Bis jetzt. Denn zusammen mit den herbstlichen Temperaturen ist auch die Sommeredition vorbei. Die Show geht erstmal in die Pause. Doch spätestens zur Weihnachtszeit soll das Zelt mit seinen vielen Akrobaten wieder öffnen. Und wir wollen die letzten Monate nochmal gemeinsam mit Flickflack Revue passieren lassen, aber auch in die Zukunft schauen mit der künstlerischen Leiterin Larissa Kastein. Herzlich willkommen hier bei uns live im Studio. Hallo, danke schön. Larissa, wir duzen uns. Das wollen wir dem Zuschauer vorher noch mal kurz sagen. Wie war denn gestern die letzte Show? Sehr schön. Die letzte Show ist immer sehr emotional. 3 Monate sind keine lange Zeit. Also früher waren wir jahrelang auf Tour. Deswegen sind 3 Monate für uns wenig. Aber trotzdem ist man natürlich zusammengewachsen mit dem Team. Wir waren sehr erfolgreich und glücklich, einfach, dass es so gut lief. Und dann, wenn man da steht und so die letzte Finale sieht und die Artisten mit Tränen in den Augen, das ist immer sehr schön. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt war es das erste Mal, dass ihr diese Sommer-Edition gemacht habt. Das war vorher ja nicht möglich, weil es einfach zu heiß im Zirkuszelt geworden wäre. Ihr habt eine Klimaanlage eingebaut extra. Ihr habt was mit Wasser gespielt in der Show. Ihr habt einen Biergarten gemacht, XXL draußen. Wie wurde das so von den Zuschauerinnen und Zuschauern angenommen? Wie zieht ihr die Bilanz von den letzten Monaten? Sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Gerade der Biergarten kam mega an. Also die Leute kamen viel, viel früher vor der Show, haben dort gegessen, getrunken, einfach den Tag schon gut gestartet bei uns und dann in die Show gegangen, so wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. So dieses, ja, nicht nur zur Show gehen, sondern da einfach ein paar Stunden eine schöne Zeit verbringen. Das ist uns auf jeden Fall gelungen. Und auch die Show, das war zum ersten Mal, dass wir eine Sommershow überhaupt irgendwie in Angriff genommen haben. Das hat mit der Klimaanlage gut funktioniert. Und auch bei den unglaublichen Temperaturen, die es ja gab dieses Jahr, war das alles noch unter Kontrolle und sehr gut, ja. Und für die Artistinnen und Artisten, also das ist ja auch für die zum ersten Mal gewesen, dass sie jetzt keinen Sommerurlaub machen konnten, sage ich jetzt mal, oder schon geübt haben für die nächste Show. Also das bringt ja den ganzen Terminkalender letzten Endes durcheinander. Ja, richtig. Aber die waren einfach nur froh, Arbeit zu haben nach den letzten Jahren, wo ja viele Artisten keine Arbeit hatten. Und das war ja auch ein bisschen unser Ding, wo wir so gesagt haben, okay, der Sommer jetzt wird gut. Der Sommer ist dafür da, wieder fröhlich zu sein, einfach Spaß zu haben, rauszugehen. Das hat man ja gespürt, auch schon irgendwann so im Frühling. Und deswegen waren alle heilfroh, einfach mal eine Show, die so geplant war, auch so zu Ende zu führen. Wir müssen leider noch mal drüber kurz sprechen. Wir haben gerade die schrecklichen Bilder noch mal gesehen von dem Unfall vor 2 Wochen. Ja, genau 2 Wochen ist es her, dass das Flugzeug da bei euch auf dem Parkplatz abgestürzt ist. Hat das noch mal so ein bisschen was bei euch verändert oder sind die Zuschauer ausgeblieben jetzt in den letzten 2 Wochen? Die Zuschauer sind nicht ausgeblieben. Es war eigentlich konstant über die 3 Monate sehr gut besucht und jetzt am Ende noch mal bombastisch. Also so dieses typische, ich muss da jetzt noch mal hin. Ich wollte ja die ganze Zeit, also das hat sich auf jeden Fall dadurch nicht geändert. Während den Shows hatten wir da auch keine Gedanken für übrig. Aber natürlich den ganzen Tag vorher. Also der Schock sitzt noch sehr tief und einfach auch die Trauer um 2 Menschen, die einfach auf diesem Platz direkt vor unserer Nase da sterben mussten. Und die Gedanken, was wäre, wenn das Flugzeug einfach ein paar Meter daneben geflogen wäre und so weiter und so weiter. Also es sind schon viele Gedanken. Absolut. Aber nichtsdestotrotz,
Nach der Show heißt für euch auch immer vor der Show. Ihr habt jetzt schon die nächste Show vor der Brust sozusagen. Die Weihnachtsshow, die auch bei uns hier in Duisburg Tradition hat, schon zum fünften Mal letzten Endes, für manche gar nicht mehr wegzudenken. Was erwarten die Besucherinnen und Besucher da in der Show? Eine komplett neue Show. Die Artisten von der Sommer Edition sind bereits fast alle abgereist, zurück in ihre Länder, in neue Verträge. Und im Dezember kommt dann eine komplett neue Crew und neue Show mit vielen Highlights, die es jetzt in der Show nicht gab. Ich möchte natürlich nicht zu viel verraten, aber das Hochseil mit einer 7-Mann-Pyramide ist zum Beispiel dabei, was wir schon viele Jahre nicht hatten hier in Duisburg. Und Feuereffekte kann man im Dezember ja auch wieder bringen, wenn es dann nicht mehr so heiß ist. Absolut. Und wir werden da sicherlich auch im Programm nochmal darauf hinweisen. Tickets sagen wir natürlich auch gerne nochmal unter flickflack.de. Auch das Datum war gerade nochmal eingeblendet. Ihr seid ja noch in Bielefeld, Dortmund, Kassel und Nürnberg und natürlich eben in Duisburg. Allerletzte Frage, weil die Zeit uns langsam davon rennt. Was passiert danach? Also ihr wolltet ja immer permanent in Duisburg sein. Was ist nach Weihnachten? Habt ihr da schon was geplant? Wir haben geplant, ja, es geht im Frühjahr nach Berlin mit der Freakshow. Das ist so ein Special Event, was auch mit dem Till Lindemann zusammen gemacht wird. Und das kam ins Leben kurz vor Corona, dann konnten wir es nicht vollenden und jetzt ist es endlich soweit. Das ist gerade so unser großes Projekt für den Frühjahr. Und danach werden wir schauen, wie es weitergeht. Ob ihr in Duisburg bleibt. Und dann werden wir uns melden, wenn ihr es denn tut. Wir würden uns freuen und ich bedanke mich für das herzliche Gespräch. Larissa Kastein, künstlerische Leiterin vom Zirkus Flickflack. Vielen Dank.